Hallo zur Mission 10 bzw. zum Briefing zur Mission 10. Wir starten wieder mal im Regen. Irgendwie haben wir jetzt in letzter Zeit nur noch Karten mit Regen. Und diesmal abends 18 Uhr, also auch generell schlechte Sicht. Was mir auch sofort auffällt, ist, dass es eine komplette Stadtmap ist. Ist ja auch eher selten gewesen bisher. Hier müssen wir sogar Gebäude absichern. Eine Universität, davor stehen zwei Panzer, wie es aussieht. Dann sollen wir den Präsidentenpalast sichern, der auch schon zerbombt aussieht. Und eine Kathedrale, die scheint noch heil zu sein. Das Schlimmste von allen ist, wir sollen freundliche Truppen beschützen. Oh je, da hatte ich schon in einer Mission damit schlechte Erfahrungen gehabt, das wird bestimmt schief gehen. Ich finde es schade, dass wir nicht in der letzten Mission geschafft haben, den Offizier gefangen zu nehmen. Deswegen bekommen wir jetzt auch keinen Spezialisten, nehme ich mal an. Beziehungsweise, wir haben ja auch letzte Mission keinen erhalten. So, was haben wir hier stehen? Irgendwas Wichtiges. Das war jetzt alles nicht so wirklich wichtig. Das hier unten ist interessant. Scharfschützen und Anti-Tank-Typen. Oh je. Innerhalb der Ruinen erwarten sie uns. Das wird ein Spaß. Das heißt, wir müssen ja wieder gehetzt durch das Level rennen, um unsere Truppen zu schützen. Gott sei Dank sind unsere Soldaten aber auch alle relativ hoch geskillt. Ich habe nochmal nachgesehen im Internet übrigens. Scheinbar gibt es nur 15 Missionen, wobei nur ist relativ. Wir sind jetzt in der Mission 10, also nähern uns langsam dem Ende. Ich dachte immer, es gibt hier 17 oder 18. So. Oh, da sogar 2. Habe ich vielleicht vergessen? Letzte. Ja, da habe ich den einen wahrscheinlich vergessen, das letzte Mal einen Punkt zu verteilen. So, er ist der Anführer. Da ruhig mal hier als Anführer auch, bekommt er dort einen Punkt rein. Waffengenauigkeit. Er wird im Häuserkampf wahrscheinlich sogar nützlich sein. Hier auch Waffengenauigkeit. Hier auch. Und hier haben wir bald Maximum erreicht. Und Charlie kann nochmal Waffen, ja. Gut, damit steht mein Team. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission. Ich bin gespannt, weil das eine reine Stadtkarte ist. Plus, dass eigene Einheiten da durchfahren und wir sie verteidigen müssen. Das wird bestimmt schief gehen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Bis dann.